Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Virtual Reality Trend Talks beim DDV. Wir haben uns auf die Dachterrasse hier verzogen, muss man sagen. Und das hat einen guten Grund. Wir wollten in die Natur, denn es geht um Nachhaltigkeit. Das Thema Nachhaltigkeit ist in aller Munde. Darüber wollen wir auch heute sprechen mit dem Zertifikate-Experten, dem Kollegen Arnosche Willems von der Société Générale und dem Kollegen Daniel Saurenz von Feingold Research. Wir haben gefragt in unserer Oktoberumfrage, und zwar gut 2.500 Menschen, die mitgemacht haben, Selbstentscheider in aller Regel. Und wir wollten von Ihnen wissen, sind Sie in der Lage, ein nachhaltiges Finanzprodukt eigenständig auszusuchen? Hintergrund ist, dass dieser Markt immer größer wird und wir tatsächlich wissen wollten, kommt man als Anleger durch den Dschungel? Und es sagen tatsächlich knapp 37% eindeutig ja. Es ist nicht ganz leicht, aber machbar, sagen weitere 36%. 5% haben geantwortet, ich benötige die Hilfe eines Beraters oder einer Beraterin. Und etwas über 22% antworteten, ich interessiere mich nach wie vor nicht für nachhaltige Finanzprodukte. Ich glaube, da sind ein paar ganz spannende Punkte dabei. Zunächst mal über 70% haben offensichtlich keine Probleme. Aber Herr Willems, ich denke mal, das hängt ein bisschen damit zusammen, dass Sie überwiegend Selbstentscheider mitmachen an so einer Umfrage, die ja auf Online-Webportalen stattfindet. Insofern gibt es eine gewisse Affinität. Was hat Sie am meisten überrascht bei den Ergebnissen? Also zunächst einmal muss man festhalten, Anleger können sich heute so einfach wie eigentlich noch nie informieren. Es gibt so viel Informationen wie selten und wir haben das ja selbst auch bei uns im Finanzbereich, bei der Société Générale im Zertifikatebereich. Wir bieten den Anlegern Möglichkeiten, wirklich sich über die Produkte umfassend zu informieren. Und so kann man also relativ leicht auch grüne Investments oder nachhaltige Finanzprodukte bei uns auch auf der Website finden. Herr Saurenz, was mich ein bisschen überrascht hat bei dieser Umfrage, bei den Ergebnissen, sind tatsächlich die letzten 22%. Es gibt immer noch einen großen Teil und wir stellen diese Fragen ja häufiger im Verlauf der Jahre. Ich glaube, der Anteil derer, die sich insgesamt für den Bereich nachhaltige Finanzprodukte interessieren, ist deutlich größer geworden. Aber wir haben immer noch über 22%, die nach wie vor sagen, nein, das ist nicht mein Thema beim Investment. Können Sie das nachvollziehen? Ja, es überrascht mich zumindest nicht, weil ich glaube, einige wählen dann doch das Derivat oder die Aktie aus, die sie selber ins Depot gebucht haben möchten und nehmen jetzt nicht unbedingt eine Indexlösung. Die Menschen soll es geben. Aber mich überrascht auf der anderen Seite sogar, dass es so viele sind, die sagen, ich finde das Produkt aus eigener Suche und aus eigenem Antrieb. Denn bei uns im Börsendienst stellen wir doch eher fest, dass das eine Kategorie ist, in der die Leser und Abonnenten am ehesten fragen, hey, habt ihr mal eine Idee, wo kann ich reingehen, ob das jetzt wirklich was rein Nachhaltiges ist oder Plastikindizes oder es gibt verschiedene Themen, die da auch gefahren werden können in dem Bereich. Und da haben die Leser schon immer ein bisschen Erklärungsbedarf und wollen auch wissen, was ist denn da drin und was haltet ihr davon? Im ersten Ansatz kann ich es verstehen, wenn jemand sagt, ich interessiere mich nach wie vor noch nicht so richtig dafür. Trotzdem glaube ich, wenn wir sehen, wie ganze Industrien sich umstellen müssen, neu erfinden müssen, neu aufstellen müssen, hat das natürlich Konsequenzen auf die Geschäftsmodelle, auch auf die Zahlen, auf meinetwegen Indexzusammenstellungen, auf ganz viele weitere Dinge. Das heißt, man kommt an dem Thema eigentlich nicht vorbei. Herr Willems, wie nähern sich bei Ihnen die Kunden diesem Thema an? Ja, so grundsätzlich kann man sagen, dass es ja heute relativ einfach ist, grün zu investieren oder nachhaltig zu investieren. Das war ja vor 10 Jahren ja auch nicht ein unbekanntes Thema, aber war durchaus nochmal ganz anders auch von der Marktbreite und dem Marktzugang einfach auch weniger möglich. Ich habe jetzt gerade dazu recherchiert, wir haben ja ein CO2-Zertifikat schon seit dem Jahr 2007 im Angebot. Und das war natürlich lange Zeit, vor allen Dingen um die Jahre 2013, 2014, als der CO2-Preis auf unter oder rund um 2 € gefallen war. Da war dann natürlich die Nachfrage nicht so groß. Da war das Thema zwar schon investierbar, aber eben die Nachfrage war noch nicht da. Und das ist heute eben völlig anders. Das sehen wir natürlich auch bei unserem CO2-Zertifikat, was wir nach wie vor noch im Angebot haben, dass da viel Interesse ist. Aber es gibt eben auch andere Stimmen. Ich habe jetzt kürzlich was gehört zum Thema Dirty Green. Also nur weil ein Elektroauto ja keine CO2-Emissionen in der Stadt hier in Deutschland produziert, ist das Auto ja nicht deswegen gleich komplett grün. Nämlich zum Beispiel Kobalt oder andere Dinge, die gefördert werden, die werden eventuell gar nicht so grün gefördert. Und also das Thema insgesamt ist vielleicht gar nicht so trivial und so einfach. Es hört sich immer total schön an. Man kann nachhaltig und grün investieren. Aber wenn man von vorne bis hinten durchschaut, wird das Ganze doch recht komplex. Aber im Prinzip
die Richtung stimmt, die Angebote werden immer größer und so können Anleger heute also auch viel, viel einfacher und deswegen überrascht mich auch das Ausgang der Umfrage nicht, viel einfacher eben selektieren und sich im Prinzip hin zu nachhaltigen Investments orientieren. Trotzdem erlauben wir uns noch kurz die Frage. Greenwashing ist ja im Grunde genommen immer das Stichwort in diesem Zusammenhang. Herr Willems hat jetzt von Dirty Green gesprochen. Die Frage ist tatsächlich, wie nähert man sich diesem Thema an, um sicher zu sein, dass das, was der Anleger da kauft, auch tatsächlich nachhaltig ist? Ja, ich glaube, da muss jeder Anleger für sich auch die Entscheidung treffen, wo setze ich meine Kriterien. Das heißt, ich habe eventuell ein Produkt zur Hand, dann gucke ich mir an, beispielsweise bei einer Indexlösung, welche Aktien oder welche Unternehmen sind dort drin und in Anführungszeichen kann ich mit denen leben. Und ich halte es als Börsenbrief oder generell als jemand, der sich mit Finanzprodukten beschäftigt, für sehr schwierig, Anlegern da eine ethisch-moralische Lösung vorzugeben, weil für den einen ist Adidas grün genug, für den anderen noch nicht mal eine Umweltbank. Die ziehen die Kriterien komplett anders. Und ich erinnere mich noch früher, als ich noch beim Anlegermagazin Börse Online und bei der FGD war, dass wir auch die Diskussionen dort immer hatten, darf man bestimmte Aktien gar nicht besprechen, beispielsweise Rüstungshersteller oder andere. Da fällt mir schon an bei Airbus oder die auch in dem Bereich tätig sind. Aber sobald ich da eine Grenze ziehe, bin ich ja moralisch sozusagen in der Verantwortung. Und dann kann im Grunde genommen der Anleger auch sagen, ja, aber wenn ihr die nehmt, dann müsst ihr auch die anderen rauslassen. Und so ist das wirklich auch in der eigenen Verantwortung zu sagen, womit kann ich leben, wen finde ich grün genug und welche Indexlösungen finde ich grün genug. Was wir sicherlich feststellen können, ist, es gibt noch Luft nach oben bei denen, die sich hoffentlich künftig auch für dieses Thema interessieren. Denn eins können wir, glaube ich, sicher sagen, das Thema bleibt uns erhalten. Wir werden es nicht vom Tisch kriegen. Es ist kein Trend, sondern es ist tatsächlich eher so eine Art Paradigmenwechsel. Das heißt, auch wir werden sicherlich in dieser Konstellation noch häufiger darüber sprechen. Für den Augenblick darf ich mich ganz herzlich bedanken, auch bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Und es gibt sicherlich einen Virtual Reality Trend Talk im November auch wieder. Und ich lade Sie wieder recht herzlich ein, dabei zu sein. Bis dahin.